Ja, nach dieser Bestandsaufnahme oder mit Beginn dieses Videos ist auch Professor Dr. Heinz Rothgang angekommen. Herzlich willkommen. Heinz Rothgang ist seit 2005 Professor für Gesundheitsökonomie an der Universität Bremen und seit 2006 Leiter der Abteilung Gesundheitsökonomie, Gesundheitspolitik und Versorgungsforschung im Zentrum für Sozialpolitik. Er ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Wissenschaftlichen Instituts der AOK und des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Er war Mitglied im Beirat des Gesundheitsministeriums zur Überprüfung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs und im Expertenbeirat des Bundesgesundheitsministeriums zur konkreten Ausgestaltung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Heinz Rothgang ist zudem Teilprojektleiter in dem im DFG Sonderforschungsbereich Staatlichkeit im Wandel. Und wir freuen uns sehr über die kurzfristige Zusage und jetzt auf Ihren Vortrag zu den Ursachen für einen erhöhten Bedarf an Pflegekräften. Herzlichen Dank. Ja, wunderschönen guten Abend. Nach diesem ja doch sehr eindrücklichen Beitrag von Monitor, wo wir schon mitten in die Problematik eingestiegen sind, jetzt nochmal einen Schritt zurück. Ich denke, meine Aufgabe hier ist es jetzt zunächst mal, einfach nochmal die deutsche Situation darzulegen. Wie sieht das aus mit Pflege heute? Wie sieht es aus mit Pflege morgen? Was passiert, wenn nichts passiert? Und vor diesem Hintergrund können wir dann, denke ich, nachher diskutieren, was denn passieren sollte, ob Migration eine Lösung ist, ob Migration keine Lösung ist. Und ich denke, im weiteren Verlauf der zwei Tage dann hoffentlich auch noch, welche anderen Lösungen es geben kann. Mein Thema also, wie groß ist der zukünftige Pflegenotstand in Deutschland? Und als gelernter Ökonom gehe ich da jetzt erstmal klassisch ran. Wie sieht die Nachfrageseite aus? Wie sieht die Angebotsseite aus? Welche Versorgungslücke resultiert? Und versuche dann ein paar Schlussfolgerungen abzuleiten. Nachfrage nach Pflegeleistung. Nachfrage nach Langzeitpflege hängt natürlich in erster Linie davon ab, wie viele Personen wir haben, die pflegebedürftig sind. Und zum anderen von der Versorgungsform, in der diese Personen versorgt werden. Schauen wir uns das jetzt einmal an und da kommt eine Grafik, die viele von Ihnen sicherlich schon kennen, vom Statistischen Bundesamt, also vollkommen unverdächtig jetzt, die Vorausberechnung der Zahl der Pflegebedürftigen und Sie sehen, von heute 2,5 Millionen wird das steigen auf, ja, je nach Szenario 3,8 oder 4,5 Millionen Pflegebedürftige. Zwei Szenarien, das eine ist ein optimistisches Szenario nach dem Motto, wir werden alle relativ gesünder, das heißt bei gleichem Alter sinkt die Pflegehäufigkeit. Das andere, ein konservatives Szenario, die Pflegehäufigkeiten bleiben, wie sie sind. Frage ist natürlich, was davon ist realistischer? Und dazu hier eine Grafik, die wir vor zwei oder drei Jahren gemacht haben für den Pflegereport der Barmer GEK, wo wir einfach mal altersstandardisiert uns die Prävalenzen angeschaut haben. Und das sehen Sie hier in dem umkringelten Bereich, das sind die Pflegehäufigkeiten, angenommen die Altersstruktur hätte sich nicht verändert. Angenommen, wir hätten heute noch die Altersstruktur aus dem Jahre 1999. Da können wir also ablesen, was so altersstandardisiert mit der Pflegehäufigkeit passiert. Und jetzt können Sie mal drauf gucken, ich habe schon häufiger drauf geguckt, was, ich weiß nicht, was Sie sehen, ich sehe nichts. Also vor allem sehe ich kein Sinken dieser Häufigkeiten. Das heißt, umgekehrt, das ist ungefähr das, wovon wir ausgehen müssen. Das höhere Szenario ist wahrscheinlicher. Wir müssen davon ausgehen, dass wir im Jahr 2050 eher 4,5 Millionen Pflegebedürftige haben. Pflegebedürftige im Sinne des SGB XI in der Definition Stand heute. Ja, was ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff jetzt da noch machen würde, ist hier außen vor. Das würde natürlich die Zahl der Pflegebedürftigen noch weiter erhöhen, die Zahl der anerkannten Pflegebedürftigen.
Das heißt, wir müssen allein mit einer Fallzahlzunahme von 80% in den nächsten 4 Dekaden rechnen. Das ist sozusagen auf der Nachfrageseite erstmal der erste Befund. Zweiter Befund, wie wird gepflegt heute? Auch das ist ein Bild, das viele von Ihnen kennen werden, wiederum vom Statistischen Bundesamt, 2,5 Millionen Pflegebedürftige. Etwa die Hälfte davon wird heute ausschließlich durch Angehörige gepflegt. Nee, das sind diese hier 1,18 Millionen, also knapp die Hälfte. Die Familie ist auch heute noch das Rückgrat der Pflege, aber wenn wir uns die Entwicklung anschauen, aus der Vergangenheit bis heute, sehen wir, dass der Anteil derer, die reines Pflegegeld beziehen, und das sind die Fälle, in denen dann auch die Familie ausschließlich pflegt, ohne dass ein zumindest zugelassener Pflegedienst dabei ist, über die polnischen Kräfte wissen wir hier an dieser Stelle nichts. Aber wenn wir uns das anschauen hier, Pflegegeldempfänger, das waren mal über 60%, das sind inzwischen unter 50%. Was wir hier sehen, ist kein dramatischer Einbruch an irgendeiner Stelle, aber eine kontinuierliche Entwicklung. Diese Entwicklung geht von der informellen Pflege zur formellen Pflege. Also wir haben eine zunehmende, nicht nur eine zunehmende Zahl, sondern einen zunehmenden Anteil von Personen, die formell unter Hinzuziehung von Pflegeeinrichtungen gepflegt wird. Was natürlich impliziert, da müssen dann auch Pflegekräfte sein. Ja. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, das war die Vergangenheitsbetrachtung, wie ist das in Zukunft? Und ich denke, es gibt gute Gründe dafür, dass dieser Trend zur formellen Pflege auch in Zukunft anhalten wird. Ich habe die Punkte jetzt hier nur mal stichwortartig aufgeschrieben. Sinkende Zahl an Töchtern, Schwiegertöchtern pro Pflegebedürftigen, Töchter, Schwiegertöchter hier gewählt, weil Söhne, Schwiegersöhne in der Pflege eine vernachlässigbare Rolle spielen. Steigende Kinderlosigkeit, rückläufige Kinderzahl, höhere Frauenerwerbsquote, die wir in vielen Politikbereichen natürlich sehr begrüßen, die hier aber dazu führt, dass die Opportunitätskosten der Pflege steigen. Das heißt, wenn Frauen berufstätig sind, in guten Berufen, gut verdienen, wird das Opfer, das dann notwendig sein könnte, nämlich eine Rückführung der eigenen Berufstätigkeit, natürlich relativ immer höher. Das heißt, die Bereitschaft dazu steigt sicherlich nicht. Wir haben einen höheren Anteil an Einpersonenhaushalte mit geringem Pflegepotenzial. Wir haben eine größere räumliche Mobilität. Kinder wohnen nicht mehr da, wo die Eltern wohnen. Wir haben Umfragen zufolge eine abnehmende Pflegebereitschaft. Wenn Sie vor 20 Jahren gefragt haben, wer muss pflegen, da war gar vollkommen klar für die Mehrheit, die Familie ist in der Pflicht. Diese Ergebnisse kriegen Sie heute nicht mehr, was nicht unbedingt schlecht sein muss und was ein Ergebnis auch ist der Einführung der Pflegeversicherung, die festgelegt hat, Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, ist nicht ausschließlich Familienaufgabe, hat natürlich Konsequenzen. Was will ich damit sagen? Insgesamt, ich hatte gesagt, die Zahl der Pflegebedürftigen wird um 80% steigen, die Nachfrage nach formeller Pflege wird überproportional steigen, weil wir noch eine Verschiebung haben. Das heißt, womit wir rechnen müssen, ist ungefähr eine Verdopplung mindestens der Nachfrage nach formeller Pflege und bei konstanten Betreuungsrelationen, jetzt ohne jegliche Qualitätsverbesserung, die wir aus anderen Gründen natürlich dringend wünschen, ohne all das würden wir zu einer Verdopplung der Nachfrage nach formellen Pflegekräften kommen. Das ist die Nachfrageseite. Wie sieht die Angebotsseite aus? Ja, wichtigster Fakt hier erstmal, demografisch bedingt wird das Erwerbspersonenpotenzial, das heißt, die Personen im erwerbsfähigen Alter, die bereit sind, Erwerbstätigkeit auszuüben, sinken. Schlichte demografische Vorausberechnung hier, was passiert mit der Altersstruktur und da drauf gelegt sind dann vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Pflegepotenzialquoten. Diese Pflegepotenzialquoten verändern sich im Zeitablauf, das heißt, das IAB hat hier schon berücksichtigt, steigende Frauenerwerbstätigkeit, höhere Erwerbstätigkeit im hohen Alter etc. Das ist schon drin. Ja. Trotzdem sehen wir hier jetzt die Entwicklung des Erwerbspersonenpotenzials, dass bis 2030, ein Jahr, auf das ich mich gleich noch beziehen werde, um etwa 15% runtergeht, bis ins Jahr 2060 hier über lange Frist um 30% runtergehen wird. Das heißt, der Befund ist, wir brauchen doppelt so viel Pflegekräfte, alles andere gleich, und wir haben weniger Angebot, alles andere gleich. Alles andere gleich heißt hier in diesem Fall, dass ein konstanter Anteil von Menschen wie heute in der Pflege tätig ist. Also dass der Anteil der in der Pflege Tätigen weder größer noch kleiner wird. So eine Lücke, die dann entsteht.
Ja, und jetzt habe ich eben gesagt, und das werde ich gleich auch verwenden, der Anteil der in der Pflege Tätigen bleibt gleich. Das können wir mal ein bisschen nachspüren. Ist das realistisch? Was wird uns erwarten in der Zukunft? Der Arbeitsmarkt kippt, das sehen wir im Moment schon, er wird in den nächsten Jahren noch weiter kippen. Während wir in den 90er Jahren über Arbeitslosigkeit gesprochen haben und versuchen mussten, durch Frühverrentung den Arbeitsmarkt zu bereinigen, Angebot rauszunehmen, werden wir in den nächsten Jahren zunehmende Arbeitskräfteknappheit erleben in allen Bereichen der Wirtschaft. Das heißt, Pflege wird verstärkt konkurrieren mit anderen Branchen, mit Dienstleistungsberufen, in Verwaltung, bei Versicherungen, bei Banken, überall. Das heißt, die Pflege konkurriert mit Branchen, die bessere Entlohnung, die bessere Arbeitsbedingungen bieten, und zwar in zunehmendem Maße. Das heißt, wenn ich sage, eine Steigerung des in der Pflege tätigen Anteils der Erwerbsbevölkerung ist nicht zu erwarten, dann ist das eigentlich noch eine relativ optimistische Annahme. Denn was ja eigentlich eher zu erwarten ist, dass Pflege, so wie sie im Moment aufgestellt ist, in diesem Wettbewerb relativ verliert. Wenn man sich diese Globaltrends jetzt mal vor Augen führt, kann man natürlich auch versuchen, das zu berechnen, anhand von einfachen Berechnungsmodellen, die eigentlich jetzt keine Vorhersage für die Zukunft machen, aber ein Szenario darstellen, was würde passieren, wenn nichts passiert, um auf dieses Szenario dann reagieren zu können. Ein solches Szenario haben wir gemacht für die Bertelsmann Stiftung mit dem Themenreport Pflege 2030 im Jahr 2012. Und dieses Themenheft hatte zwei Ausgangspunkte. Das eine waren die regionalen Unterschiede, die ich jetzt hier nicht in den Vordergrund stellen möchte. Und das andere die Versorgungsarten, Angehörigenpflege, ambulante Pflege und Heimpflege. Was ergeben sich da für Veränderungen? Und was bedeutet das unter anderem für die Versorgungslücke auf dem Arbeitsmarkt? Ja, die Vorausberechnungen wurden relativ simpel durchgeführt, sagte ich gerade schon, über die Zeit konstante alters- und geschlechtsspezifische Pflegequoten. Der Blick in die Vergangenheit hat gezeigt, in den letzten 10 Jahren war das so, sie sind konstant geblieben, wir haben angenommen, dass in Zukunft auch so bleibt. Eine Bevölkerungsvorausberechnung, die jetzt auch kleinräumig ist. Wir sind davon ausgegangen, dass die Beschäftigten in der Pflege konstant bleiben als Anteil der Personen im erwerbsfähigen Alter. Und ich schreibe es hier extra nochmal hin, Beschäftigte in der Pflege. Es geht nicht nur um Pflegekräfte, nicht nur um Pflegefachkräfte, sondern um alle Beschäftigten in der Pflege. Nur zur Interpretation der Zahlen, die gleich noch kommen. Ja, und die Versorgungslücke, die wir ausweisen, ist dann einfach die Lücke, die ab heute dazukommt. Also für heute wird angenommen, wir haben keine Versorgungslücke, ne? Wenn Sie eine haben, wenn Sie eine empfinden, die kommt noch oben drauf. Das ist nur, es geht hier nur um die zukünftige, zusätzliche Versorgungslücke. Ja, wir haben 3 Versorgungsarten unterschieden, Angehörigenpflege, ambulante Pflege, stationäre Pflege und 3 Szenarien in Bezug auf das Inanspruchnahmeverhalten, nämlich Status quo, alles bleibt wie es ist, der Anteil, der in der Familienpflege ist, in der ambulanten, formellen Pflege, in der stationären Pflege, bleibt konstant. Szenario 2, die formelle Pflege nimmt zu, das ist sozusagen der Trend der letzten 10, 15 Jahre, der Trend fortgeschrieben. Und Szenario 3 ist so ein Wünsch-dir-was-Szenario, angenommen, die Zahl der stationär Versorgten bleibt gleich, trotz zunehmender Zahl von Pflegebedürftigen wird es natürlich bedeuten, dass die stationäre Pflege relativ an Bedeutung verliert. Das sind die Voraussetzungen der Berechnung jetzt zu einigen Ergebnissen. Erstmal die Zahl der Pflegebedürftigen steigt, das ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend, bis 2030 schon fast um 50%. Also wir haben in den nächsten 2 Dekaden schon einen erheblichen Teil des Anstiegs zu bewältigen. Interessanter jetzt die Unterschiede auf Landesebene, also hier die Bundesländer, Bremen mit einem Anstieg von 28%, Brandenburg mit einem von 72%. Man sieht auf der Landesebene schon dramatische Unterschiede. Wenn man auf die Ebene von Kreisen und kreisfreien Städte geht, hier an der Karte ist das dargestellt, sind die Unterschiede noch größer. Sie sehen hier, das ist der Bereich um Berlin herum, also der Speckgürtel um Berlin, das ist der Speckgürtel um München. Das sind die Kreise mit den höchsten Steigerungsraten von 90% und 100%. Wir haben auf der anderen Seite auch Kreise mit Steigerungsraten von unter 20%. Also wir sehen regional eine große Diversität in der Entwicklung. Die Personallücke ergibt sich jetzt, indem ich die Zahl der Pflegebedürftigen jeweils mit den konstanten Betreuungsrelationen Pflegekräfte versehe. Und dann sehe ich, dass ich auf der einen Seite hier zunehmenden Bedarf an Pflegekräften habe, entsprechend der 3 Szenarien. Hier sehe ich das Angebot.
und dasselbe für den stationären Bereich. Insgesamt ergibt sich dann das hier. Und Szenario 2 als sozusagen das wahrscheinlichste Szenario mit der Fortschreibung der Trends jetzt mal hervorgehoben, würde resultieren in einer Versorgungslücke von 500.000 Beschäftigten in der Pflege, und zwar Vollzeitäquivalenten, von 2009 bis 2030. Also das ist die zusätzliche Versorgungslücke, die wir haben. Jetzt können wir über die Berechnung im Detail sicherlich diskutieren und die eine oder andere Annahme in Frage stellen. Aber die Dimension, und darum geht es mir hier nur, die Dimension ist einfach gewaltig. Wir reden nicht über kleinere Arbeitsmarktverwerfungen, sondern wir reden hier über eine Personallücke, eine 500.000 Vollzeitäquivalente. Bei den Teilzeitquoten, die wir haben, ne, sind wir da eher bei 800.000, 900.000 Menschen in einem Zeitraum von 2 Dekaden. Und ich glaube, an dieser Dimension kommt man einfach nicht vorbei. Sie können hier auch schon sehen, nur das nochmal, dieses Wünsch-dir-was-Szenario. Wenn wir weniger stationäre Pflege haben, ist die Versorgungslücke deutlich kleiner. Warum? Weil ambulante Versorgung natürlich nicht nur auf professioneller Hilfe beruht, sondern auch auf der informellen Hilfe und auf der Nachbarschaft, auf Quartierskonzepten etc. Also wenn es uns gelingt, in diese Richtung umzusteuern, ist die Versorgungslücke geringer, aber natürlich immer noch gewaltig. Was heißt das jetzt, sozialpolitische Schlussfolgerung? Erstens, Zahl der Pflegebedürftigen wird steigen, aber regional sehr unterschiedlich. Das unterstreicht nochmal eine Forderung, die ja eigentlich inzwischen auch überall angekommen ist. Wir brauchen die Kommunalpolitik wieder stärker in der Pflege. Als die Pflegeversicherung eingeführt wurde und 1994 die Pflegekassen als Akteur dazu kamen, hat das der Szene, glaube ich, nicht schlecht getan. Die Infrastruktur ist quantitativ gewachsen, ist qualitativ gewachsen. Das ganze Thema ist in die Öffentlichkeit gekommen. Das war alles sehr vorteilhaft. Auf der anderen Seite haben sich Kommunen aber in einem Maße herausgezogen aus diesem Politikfeld, das nicht gut war. Und was wir jetzt brauchen, ist eine Rekommunalisierung der Pflegepolitik. Zweitens, wir haben derartige Versorgungslücken, dass wir es uns eigentlich gar nicht mehr leisten können, Versorgungsarten gegeneinander auszuspielen, also jetzt Angehörigenpflege, formale Pflege, zu sagen, was wollen wir, sondern eigentlich müssen wir nehmen, was wir kriegen können. Und politisch heißt das, wir müssen eigentlich für alle Teile etwas tun. Das heißt, für die Angehörigenpflege, was können wir tun, um Angehörigenpflege zu erleichtern? Ich habe hier die Klassiker aufgeschrieben, Verbesserung der Vereinbarung von Beruf und Pflege. Sie wissen, in der letzten Legislaturperiode einige Anläufe, selten waren Gesetze so desaströs wie das Familienpflegezeitgesetz. Ne? Nach dem Motto, gut gemeint, aber schreckliche Wirkung. Beratung, Begleitung, Case- und Care-Management. Immer noch in allen Umfragen kommt raus, in dem Moment, wo Pflegebedürftigkeit auftritt, wissen die Angehörigen nicht, was zu tun ist. Dass da wirklich kompetente Begleitung zur Hand ist, ist immer noch nicht der Fall. Das hier im Bereich Angehörigenpflege. Zivilgesellschaftliches Engagement, ich habe hier nur das Stichwort Quartiersmanagement aufgeschrieben, da könnten wir sicherlich mehrere Tagungen mit bestreiten, nur mit diesem Thema. Das ist das Potenzial, was im Moment noch am wenigsten gehoben ist, weil wir da noch nicht seit vielen Jahren dabei sind. Ich glaube schon, dass wir da eine erhebliche Hoffnung reinsetzen können, wenngleich mir manchmal auch schwindelig wird, wenn ich lese, dass man das Gefühl hat, man kann alles mit Quartierskonzepten stemmen. Das glaube ich nämlich nicht. Formale Pflege. Ja, formale Pflege, wir brauchen insbesondere eine Steigerung der Attraktivität des Berufs und nicht nur Imagekampagnen, die einem vorspielen, es sei ein toller Beruf, sondern es muss ein toller Beruf werden. Dazu gleich noch mehr. Wir brauchen bei der formalen Pflege, wenn wir an Beschäftigte denken, wir müssen an die verschiedenen Zeitpunkte im Lebenszyklus denken. An die Rekrutierung, wie kriegen wir junge Leute in die Pflege? An die Rückkehrquoten, wie kriegen wir Pflegekräfte nach Familienphasen wieder in den Beruf? An das Ende der Berufskarriere, wie können wir dafür sorgen, dass man lange in dem Beruf verbleibt, dass man auch mit hoher Stundenzahl lange im Beruf bleibt, das heißt altersgerechte Arbeitsplätze. Ich habe hier schon mal hingeschrieben, ausländische Pflegekräfte sind keine Lösung in dem Sinne, nicht, dass ich sagen würde, wir sollen die Freizügigkeit einschränken oder dergleichen, das ist alles in Ordnung, aber dass wir uns vorstellen, mit der gezielten Anwerbung ausländischer Pflegekräfte kriegen wir diese Lücke von 500.000 Vollzeitäquivalenten gestopft, das ist sicherlich nicht der Fall.
Ja, Attraktivität des Berufs ist, glaube ich, das Schlüsselwort hier, wenn es um die berufliche Pflege geht. Und wenn man schaut, was wird beklagt von Pflegekräften, warum gehen sie aus dem Beruf, Punkt Nummer eins ist immer die Arbeitsbedingungen. Das heißt, bessere Stellenschlüssel sind das A und O, was auf der anderen Seite natürlich heißt, wir brauchen noch mehr Pflegekräfte. Ja. Entlohnung. Entlohnung ist sicherlich auch ein Thema. Im Moment vielleicht nicht das Thema Nummer eins. Das wird sich aber auch ändern, wenn dieser Wettbewerb um Personal an Intensität gewinnt. Ich bin recht sicher, dass dann die Entlohnung eine noch größere Rolle spielen wird. Entlohnung, man kann natürlich, ist leicht zu sagen, die Entlohnung soll besser gewährleistet sein, wir brauchen höhere Löhne. Da hängt aber eine ganze Kette dran, weil die höheren Löhne müssen refinanziert werden, das heißt, dann sind wir im Vergütungsrecht und auch die Vergütung, höhere Vergütung alleine nutzen nichts, wenn nicht in der Pflegeversicherung auch höheres Leistungsrecht da ist. Das heißt, wir müssen die ganze Finanzierungskette durchdenken, denn ansonsten Ökonomiekollegen, mit denen ich darüber spreche, sagen immer, was habt ihr für ein Problem auf dem Markt? Ihr habt Knappheit, normalerweise steigt der Parameter, ne? der Preis, in diesem Fall der Lohn. Warum nicht? Naja, weil das kein freier Markt ist, ne? Weil nur die Löhne gezahlt werden können, die vergütet werden können und die Vergütung auch nicht durch die Decke gehen können, weil dann die Pflegebedürftigen nicht mehr zahlen können. Also man muss die ganze Kette bedenken. Ja, wir brauchen Differenzierung der Qualifikationsniveaus, aber auch höhere Durchlässigkeit nach oben. Und eben spezifische Ansatzpunkte für Pflegebedürftige. Ja, letzter Punkt hier, Versorgungslücke in der formalen Pflege kann halbiert werden, wenn die Zahl der Heimplätze eingefroren wird und die ambulanten Kapazitäten ausgebaut werden. Es gibt sicherlich viele Gründe dafür, das zu fordern. Die Personalknappheit ist einer davon. Den möglichen Beitrag von Care Migration, und ich habe bei Care Migration, muss ich zugeben, vor allem dran gedacht an berufliche Arbeitskräfte, die nach Deutschland kommen. Ich habe nicht in erster Linie an diese polnische Lösung gedacht, aber natürlich fällt beides unter den Begriff, vollkommen richtig. Den werden wir ja später noch diskutieren, heute und morgen. Insofern sage ich dazu jetzt nichts, außer ich persönlich bin da sehr skeptisch. Vielen Dank.